Hallo und herzlich willkommen bei The Nerdnetz. Ich bin Annette und ich bin ein Nerd und ich freue mich, dass du den Weg hier gefunden hast. Das hier ist mein kleiner Strick-Podcast und hier erzähle ich dir jede Woche, was ich die vergangenen Tage so gewerkelt habe. Tatsächlich ist es eine Woche her. Es war eine recht turbulente Woche, hauptsächlich auf Arbeit. Ihr dürft es gleich selbst sehen. Also ich habe gestrickt, ich habe wahrscheinlich genug gestrickt und viel gestrickt, aber es kommt mir nicht so furchtbar viel vor, was wahrscheinlich einfach nicht stimmt. So, also, ich bin Annette, ich bin ein Nerd, Vollzeit berufstätige Informatikerin. Ich wohne hier mit meinem Freund, den beiden Kindern, einem Hund und drei Kaninchen im schönen Allgäu, in dem es heute gar nicht so richtig hell wird. Also mit Kunstlicht unterwegs, auch wenn es mitten am Tag ist. Es ist Freitag. Freitag, der 27. Januar. Ja, die Erinnerung meines Handys, dass ich es leise schalten sollte. Und das hier ist eine Dauerwerbesendung, weil ich euch Dinge in die Kamera halte, wie zum Beispiel Wolle, Nadeln. Ich nenne euch die Anleitungen, nach denen ich stricke, wenn es welche gibt. Und all sowas kann man als Werbung verstehen, wenn man es denn möchte. Und deshalb ist es im Zweifel welche. So, ich habe aktuell eine Restedecke auf den Nadeln. Und ich glaube, es ist schön, wenn man die immer wieder an den Anfang stellen. Auch wenn die Woche tatsächlich nicht viel dran passiert ist. Ich habe am Wochenende ein bisschen dran weiter gestrickt, aber alles hält sich sehr in Grenzen. Sie ist noch sehr klein. Das ist ein Dromedar, eine Corner-to-Corner Patent Brioche, wie auch immer man es nennen mag, Decke. Und ja, man sieht schon. Also der Fortschritt eher marginal für das, wie viel Maschen hier auf den Nadeln sind. Das ist nicht besonders viel. Die Anleitung ist von mir. Irgendwann werde ich die hier auf YouTube sicherlich veröffentlichen. Dazu müsste ich mir aber erstmal ein bisschen Zeit haben für mich, so zum Hinsetzen und das tun, wenn es leise ist. Muss ich da auch immer so ein bisschen ein Konzept überlegen, wie macht man das? Und dazu kam ich noch nicht. Tatsächlich gefällt mir die Rückseite von dieser Decke fast noch besser. Aber das ist ja das Schöne an Patent. Man kann das gut von beiden Seiten angucken, auch wenn die Zunahmen natürlich hier anders sind. Nicht ganz so schön wie auf der Vorderseite. Aber macht Spaß. Ich stricke total gern Patent. Vor allen Dingen eben dieses One Pass, bei dem man nur einmal drüber stricken muss und nicht pro Reihe zweimal. Geht für mich genauso schnell wie eine Reihe im Two-Pass-Brioche, also in dem man zweimal braucht, aber man kommt dann eben doppelt so schnell vorwärts. Ja, das ist es. Aktuell hängen immer noch dran eine Dropswolle in dunkelblau, davon habe ich jede Menge, das wird durchgängig verwendet, und zwei Sockenwollreste, nämlich einmal in diesem dunkelblau, der geht jetzt bald zu Ende, und einmal eine Regia-Wolle, die eben auch ein Rest ist von der Wolle aus 52 Weeks of Socks letztes Jahr. So, dann habe ich eine weitere Decke auf den Nadeln. Das war wahrscheinlich dieses Jahr. Nee, das stimmt nicht. Also diese Woche der größte Zeitfresser. Das ist eine Babydecke für das Kind, das zukünftige Baby. Den Bauchzwerg meiner Cousine, und ich habe beschlossen, eine Babydecke zu stricken aus dieser Wolle. Das hier ist Malabrigo, und zwar einmal in New Jean und einmal in Ankara Green. Und zwar ist das Malabrigo Rios, das heißt 100% Wolle, mit 190, ihr könnt es besser sehen als ich sehe es nämlich gerade nicht. Ich habe nur so einen winzigen Monitor vor mir und da kann ich das nicht erkennen. Was hat sie? 192 Meter auf 100 Gramm. Ist eine großartige Sache. Kann man hervorragend mit 4 bis 5 Nadeln stricken. Geht also relativ schnell. Und das tue ich auch. Ich habe sie euch das letzte Mal gezeigt und ich hatte keinen Maschenmarker drin. Aber ich war noch auf jeden Fall in dem unteren Bereich. Auch das eine Corner-to-Corner-Decke, das heißt, man steigt an einer Ecke an, man streckt so lange, bis man die gewünschte Breite hat, nimmt auf der Seite dann ab, auf der anderen weiter hinzu.
bis man auch die gewünschte Länge hat. Und dann nimmt man auf beiden Seiten ab, bis man wieder an der Spitze ist. Dann hat man also erst eine Ecke, dann zwei, dann drei, dann vier. Ich hatte gleich zwei Ecken aufs Mal, weil ich beschlossen habe, ein Quadrat zu stricken. Und so sieht das jetzt aus. Ich habe zwischendrin auch mal das Knäuel gewechselt. Das heißt, ich bin das, die zwei hier sind schon die zweite Hälfte, natürlich. Und jetzt ist das hier noch übrig. Ich habe noch ein bisschen über 50 Gramm pro Knäuel. Ja, hier sieht man auch, wo ich das Knäuel gewechselt habe. Hier. Das Ganze ist nicht kraus gestrickt, sondern wenn man sich es jetzt genauer anguckt, dann sieht man, dass da zwei rechts und zwei links rein hintereinander kommen. Ist ein bisschen ein anderer Effekt. Zieht sich natürlich auch zusammen, wird kuschelig weich und hat auch eine schöne Dicke. Aber es ist eben nicht ganz so glatt rechts. Auch da gibt es irgendwann sicherlich eine Anleitung für. Mein Freund hat die kleine Raupe Nimmersatt getauft, weil frisst schon auch gut Wolle. Kann man natürlich auch mit Resten stricken, wenn man das dann möchte. Und ich denke, bis nächste Woche ist die hier fertig. Und dann kommt das gleiche nochmal. Nur nicht mit den Farben hier. Ein bisschen ranziehen. Mein Cousin und meine Cousine, also Geschwister, haben sich gewissermaßen verabredet und gleichzeitig Babys angekündigt. Das heißt, der Storch darf da in einer Woche zweimal kommen, wenn es denn nach Plan läuft. Und ich weiß, es tut es nie, aber ja, 2 Tage auseinander haben sie Termin. Und das bedeutet, ich muss. Ich möchte, will, darf, kann, sollte, muss eine zweite Decke stricken. Und auch für die habe ich Wolle bestellt und die kam die Woche an. Und so sieht sie aus. Ah, es ist auch eine Rios, gleiche Garnqualität, aber ein bisschen anders. Und zwar ist das zum einen Cowboy. Und das ist ein ganz dunkles Blau, teilweise mit ein bisschen Lila. Also ganz dezent ins Violett gehende. Eine unglaublich schöne, tiefe Farbe. Ich glaube, das kommt ganz gut rüber. Also die Schattierungen von Malabrigo mag ich wahnsinnig gern und das ist ganz definitiv eine tolle Farbe. Und die zweite Farbe heißt Diana oder Diana. Und ist rot, orange, grün. Jetzt ist orange nicht unbedingt die Lieblingsfarbe, aber ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Der ist ein bisschen grüner. Ja, also das ist angekommen. Und ja, das heißt, ihr seht die gleiche Decke. Auf jeden Fall nächste Woche auch nochmal auf der Nadel, nur eben mit neuer Wolle. Und die ist bis dahin hoffentlich fertig. Man weiß ja nie, bis wann Babys kommen. Angekündigt sind sie Mitte bis Ende März, aber ich wäre gern vorher fertig, zumal die Sock Madness vor der Tür steht. Und dann möchte ich mich schon so ein bisschen auf Madness konzentrieren und weniger auf dicken Stricken, muss ich gestehen. Ich stricke es auf 5er Nadeln. Das, ja, also es hat eine unglaublich, fühlt sich unglaublich gut an und ich glaube, da werden die Eltern und hoffentlich auch die Babys ihre Freude dran haben. So, genug gedeckt. Was habe ich noch auf der Nadel? Ich habe Socken auf der Nadel und ich bin nicht an jeder Stelle so weit gekommen, wie ich gern gekommen wäre. Das letzte Mal habe ich euch hier eine Socke fertig gezeigt. Ich gucke gerade, wo ich die andere hingelegt habe. Ich habe alles hergeräumt, aber da ist es doch. Alles gut. Hinter mir. So, das letzte Mal habe ich euch die eine Socke hier gezeigt. Die sieht in der Kamera einfach hammergut aus. Finde ich. Das ist das Muster Broken Jack von General Hogbuffer. Eine kostenlose Anleitung auf Englisch. Schwierig ist er nicht. Wer Kurzreihenfersen kann, also zum Beispiel eine Bumerangferse,
Der kann das Ding hier auch stricken. Man strickt immer verkürzt die Reihen. Also mehr ist es nicht. Es gibt immer den Bereich, wo man von vielen Maschen abnimmt auf wenige Maschen, und es gibt natürlich den Bereich, wo man von wenigen Maschen zunimmt auf die vielen Maschen. Das ist eigentlich alles. Muster ist sehr, sehr gut geschrieben, wie alle Muster von General Hogbuffer. Und ja, die Wolle ist von West Yorkshire Spinners. Signature 4-Ply, so heißt die. Habe ich bekommen im Wichtelpaket von Ariadne. Hier in der Farbe Spring Green. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das bedeutet natürlich auch, ich muss das Socke 2 anfangen. Das letzte Mal habt ihr das Bündchen von dieser zweiten Socke gesehen, und ich hätte eigentlich gern diese Socke auch zu Ende gestrickt. Mir hat schlichtweg die Zeit gefehlt. So ist es. Dafür seht ihr es jetzt nochmal im Werden, und ich zeige es euch. So, also das letzte Mal ein Bündchen. Da war ich. Dazu gekommen ist ein Schaft, eine Ferse, und ich bin jetzt hier am Stricken. Das heißt, hier muss noch die Spitze entstehen. Auf der anderen Seite ist es schon. Also, ne, soweit bin ich. Das ist jetzt, wenn man die andere Socke anguckt, der Teil hier unten. Also das ist das, was am weitesten vorgeht. Jetzt kommt an der Stelle nur noch ein bisschen glatt, weil ich keinen Abschnitt mehr hinbekommen werde. Und dann kommt auch schon die Spitze. Aber dazu muss ich jetzt erstmal noch diese Spitze fertig stricken. Da bin ich noch nicht so weit. Ich muss hier unten dann, das sieht man auf der Seite wieder besser, ich muss das hier, dieses Dreieck stricken. Und ich muss natürlich auch dieses Dreieck hier oben stricken. Dann, wie gesagt, noch ein bisschen geradeaus und dann die Spitze. Macht großen Spaß. Ist nichts für Leute, die keine linken Maschen mögen, weil die Hälfte der Maschen hier ist links. Ist auch nur bedingt was für Leute, die gar nicht Englisch können. Wenn ihr das jetzt natürlich durch einen Übersetzer durchjagen könnt und damit auskennt, dann ist es kein Problem. Bestimmt nicht. Wenn ihr sowas noch nie gemacht habt, könnt ihr es natürlich probieren. Wem schadet mit Sicherheit auch nichts. Wer sagt, er kommt damit nicht klar, für den ist es keine Anleitung. So einfach. So. Ich finde es total cool, dass sie jetzt natürlich sehr anders aussieht als die erste. Das ist Absicht. Das wollte ich so. Weil ich es eben durch dieses Muster gerade spannend finde, wie die Streifenwolle aufgebrochen wird, dann ganz anders aussieht, als sie das normalerweise würde. Und ich habe, das ist jetzt aktuell mein Rest. Das ist noch relativ viel. Ich überlege, ob ich da noch eine kleine Kindersocke vielleicht rausstricke, die dann in meine Geschenkekiste wandert. Weil die Wolle einfach so cool ist. Theoretisch kann man das hier auch mit jeder beliebigen Maschenanzahl machen. Ja. So viele verschiedene Größen hat er gar nicht angegeben, aber das Prinzip ist ja eigentlich immer das gleiche. Also von dem her kann man das mit Sicherheit auch mit anderen Größen machen und muss nicht ab 64. Oder ich glaube, die nächste Größe ist 72, die er angegeben hat. Ja. Also, da bin ich nicht ganz so weit gekommen wie gehofft, aber so ist es. Dafür habe ich bei den anderen Socken soweit mein Ziel eigentlich erreicht, was ich erreichen wollte, mit Abstrichen. Ich habe momentan die Störtebeker Socken auf den Nadeln. Das ist mein Projekt für Januar. Ich habe ja im Januar, im Jahr der Techniken, das Thema Stranded Colorwork gezogen. Und diese Socken hier ist mein Beitrag dazu. Das letzte Mal war ich nach diesem Anker unterwegs. Ich habe jetzt noch einen dazu gestrickt. Theoretisch käme am Schaft noch einen, aber der Schaft ist jetzt schon sehr lang. Ich werde nicht die Ferse in der Anleitung stricken, habe ich beschlossen. Die gefällt mir nicht. Ich werde eine normale Bumerang-Ferse oder irgendwas stricken, und dann war es das. Also bei beiden Socken ist ein Anker dazugekommen. Das ist nicht übermäßig viel, aber ich wollte den Schaft fertig bekommen.
Und nächste Woche hätte ich gern die Verse fertig. Und dann sind wir auch schon im Februar. Es ist, ja, die Zeit rennt. Und für Februar gibt es eine neue Technik. Ich habe die Woche schon gezogen, was drankommt. Und das blende ich euch jetzt mal kurz ein. So, es wird Zeit für die nächste Technik und ich klicke auf Spin, vielleicht jetzt. Und schauen wir mal, was im Februar so drankommt. Ein Latvian Braid. Ah, das ist ja machbar. Ja, Latvian Braids, die sehen sehr schön aus. Die sind tatsächlich nicht schwierig. Wenn ich euch dann einen Tipp geben darf, wenn ihr das macht, ich verlinke euch, also ich versuche es hinzubekommen, mal schauen, ob ich es schaffe, da auch wieder so ein paar Muster zusammenzusuchen, die ein Latvian Braid benutzen. Wenn ihr den macht, den strickt man ja in mehreren Reihen. Und verkreuzt dabei die Fäden. Versucht nicht, die zu entwirren. Wenn ihr nach der ersten Runde fertig seid, habt ihr da ein Gewurstel, dass es euch grausen wird. Mir geht es zumindest so. Aber die zweite Reihe, die macht das Ganze wieder auf. Das heißt, wenn ihr das Gewurstel ertragen könnt, dann lasst das, weil durch diese zweite Reihe wird es wieder verschwinden. Ansonsten entwirrt ihr einmal und danach entwirrt ihr es ein zweites Mal, weil ihr in die andere Richtung wurstelt. Ja, also das Latvian Braids, nicht schwierig, aber ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen meistens wie bei der Sock Madness, diese erste Qualifying-Runde. Die sind meistens auch nicht sehr schwierig, aber irgendwie was zum Durchbeißen, was das nicht so furchtbar viel Spaß macht, aber hinterher cool aussehen. Ja, so sind Latvian Braids. So, also mein Colorwork-Projekt und dann habe ich noch zwei weitere Socken auf den Nadeln und ich möchte, ja, das Gelb-Grüne möchte ich bald fertig bekommen, weil ich so viele Ideen habe für Socken, aber nur bedingt Lust habe, jetzt noch zusätzlich welche anzuschlagen. Ja. Ich möchte es aktuell bei 4 Paar Socken belassen, wenn die Madness kommt und ich 4 Paar auf der Nadel habe, dann sind die Wettkampfsocken ein 5. Paar, so ist es. Aber mehr möchte ich nicht. Also aktuell reichen 4 Paar Socken plus die Decken plus eine Jacke. Die kommt noch. Ja, ich habe euch gar nicht verraten, von wem die Störtebeker Socken sind. Das liegt daran, dass ich es nicht auswendig weiß. Es ist auf jeden Fall eine englischsprachige Anleitung. Sie ist kostenlos. Sie ist aber dadurch, dass es Colorwork ist, nicht schwierig. Man muss halt den Chart folgen. Sie ist von Silke Strohschenk. So. Wie gesagt, kostenlos. So. Die nächste Anleitung ist nicht kostenlos, sondern eine Kaufanleitung. Und zwar von Marna Gilligan, die auch den Sinister Cardigan und Sinister Kittigen designt hat. So, ich brauche die größeren Socken. Die hier sind zu klein. XL. Das könnte gehen. Vielleicht. An Heiligabend habe ich angestrickt die Sinister Cat Socks. Mein kleines Kind hat ja den Sinister Kittigen bekommen zu Weihnachten. Und mein Freund hat sich immer bei diesen Katzen lustig gemacht und gesagt, die sehen aus wie Backenzähne. Und ich habe beschlossen, dann braucht er eben auch ein paar Backenzähne-Socken, nachdem es die jetzt gibt. Soweit bin ich. Das letzte Mal war ich mit dem Schaft fertig. Dazu gekommen ist also die Ferse. Und das ist eine Herzchenferse. Und ich habe die Spickelabnahmen gestrickt und bin jetzt so weit, dass ich den Fuß nach vorne stricken kann. So, einmal und die zweite ist genauso weit. Ja, eine schöne Anleitung. Mir gefallen, es gibt in dieser Anleitung tatsächlich
auch die Möglichkeit, hier eine Bumerangferse einzustrecken, natürlich ohne Zwischenring. Und normalerweise würde ich das sofort tun, weil mir die Optik von Bumerangfersen und auch die Passform für mich persönlich und auch für die Familie besser gefällt als Herzchenfersen. Aber in dem Fall fand ich die Herzchenferse optisch tatsächlich zur Abwechslung schöner. Deswegen habe ich die gestrickt. Es ist eine verstärkte Herzchenferse. Man sieht es, ne? Ja, sieht man gut. Und ja, bei den Katzen habe ich nach wie vor ein Leatherback in der Mitte. Den habe ich natürlich für den hinteren Teil mit der Ferse, ich drehe es mal um, zusammengestrickt. Das geht ja ganz einfach. So, ich drehe es mal kurz um, dann können wir uns mal das Ganze von innen angucken und sehen, dass es gar nicht so furchtbar wild ist. Was ein bisschen anstrengend ist, ist natürlich, das können wir jetzt diesem Sockenblocker anziehen. Dann habe ich den direkten Vergleich zwischen Außenseite und Innenseite. Ist das nicht eine coole Idee? Ich glaube schon. Mal gucken. So, ich habe noch nie Socken verkehrt rum auf einen Sockenblocker gezogen. Also es sind noch keine Fäden vernäht. Bis auf das Bündchen, das schon. So, einmal außen, einmal innen. Es sieht so ein bisschen aus wie es negativ, so auf den ersten Blick. Hier oben haben wir tatsächlich drei Farben in einer Reihe. Das ist ein bisschen schwierig zu stricken und bedingt empfehlenswert für Colorwork-Anfänger. Bedingt sage ich, weil mein erstes Projekt auch so eins war. Mein allererstes Colorwork-Projekt damals. Aber hier sieht man es. Hier fangen diese Leatherback-Maschen an. Die sind nicht im Muster angegeben. Man kann also alle paar Maschen, diese zusätzliche Masche, aufschlingen. Das habe ich ganz hier oben gemacht. Und dann strickt man die links ab, die laufen dann innen entlang und man bekommt dadurch ein relativ elastisches Gewebe, weil man einfach die Spannfäden total gut unter Kontrolle hat. Die sind sehr gleichmäßig, sehr schön. Man muss nur über eine gewisse Anzahl von Maschen spannen. Je enger man das macht, desto mehr kommt man an dieses Double Face, an die Double Face Technik hin. Ja, ich habe immer, wenn man es wieder von vorne guckt, in der Mitte von der Katze ein Leatherback eingezogen. Also zum einen in der Mitte von dieser Katze, aber auch in der Mitte von dieser Katze. Weil sie sich eben abwechseln. Und dann habe ich hier unten die Maschen zusammengestrickt, damit die Ferse anfängt. Und nein, das sieht man nicht. Ja, also so sieht das aus. Hier unten braucht man das nicht. Da hat man maximal drei Maschen von einer Farbe. Da wäre Leatherback dezent, wie soll man sagen? Auf Englisch würde man sagen Overkill. Also zu viel ist gut. Ja. Man kann sich damit auch gut beschäftigen, selbst beschäftigen. Also das ist Leatherback von der Katze. An der Stelle definitiv empfehlenswert, weil man sieht schon, also so der untere Bereich von so einer Katze unterhalb den Augen, da sind sehr viele weiße Maschen nebeneinander und die Spannfäden sind zum einen schwierig unter Kontrolle zu halten. Dadurch, dass sie schwarz und weiß sind, sieht man die auch unglaublich gut auf der Vorderseite, wenn man sie einwebt. Also würde ich nicht einweben empfehlen, ganz definitiv, weil einweben sieht man einfach immer. Aber die sind so lang, dass man dann auch schon wieder mit den Zehen drin hängen bleibt und deswegen ganz eindeutige Empfehlung. Probiert dieses Leatherback aus, wenn ihr die nachstellen wollt. Die Wolle, die ich verwende, ist von Elbsocks. Und zwar habe ich drei Farben: ein dunkles Rot, ein Grau, ein Weiß. Und die Banderole dazu ist ganz normale Sockenwolle tatsächlich. Bezahlbare Sockenwolle von Elbsocks mit 75% Wolle und 25% Polyamid. 420 Meter auf 100 Gramm, ja. Es sind natürlich 50 Gramm, also 210 Gramm. 210 Meter auf 50 Gramm. Für mich den Vorteil, ich brauche nur eins von diesem roten. Ich brauche keine zwei Knäuel an der Stelle. Die Spitze wird wieder rot, wenn ich das richtig weiß. Aber jetzt muss ich erstmal eine Runde Katzen stricken.
Die werde ich bis nächste Woche nicht fertig bekommen. Das Ziel ist einfach, ein gutes Stück vom Fuß geschafft zu haben bis zur nächsten Woche. So, darf auch mal Ziele verraten. Also die Ziele für meine Socken diese Woche, die gelb-grünen, möchte ich fertig bekommen. Die Störtebeker hätte ich gern nächste Woche zwei Fersen und von denen hätte ich grob gern einen halben Fuß. So, es fehlt noch ein paar Socken. Und das letzte Mal habe ich euch erklärt, warum ich die angeschlagen habe. Jetzt hat sich das irgendwo am Sockenblocker verhängt. Gut. Ah, das war der Maschenmaker, der da gemeint hat, er muss sich mit dem Sockenblocker verkeilen. So, last but not least, ein paar Socken in einer großen Männergröße. Angeschlagen, weil ich nichts auf den Nadeln hatte, das für kinotauglich war. Ein Sockengerippe. Das wird eine Schuhgröße 45, also relativ groß. Ich habe euch das letzte Mal zwei Drittel Schaft in die Höhe gehalten und gesagt, ich weiß nicht, ob ich den noch verlängere. Ich habe es getan. Ich denke, die Wolle wird reichen. Und hier gibt es eine kontrastfarbige Spitze, so einfach ist es. So. Hier seht ihr, wo ich war, nämlich genau hier. Dazu gekommen ist das ein Nerd Heel, also meine selbst erfundene Ferse von letztem Jahr in der Sock Madness. Auch da muss ich mal irgendwann ein Video dazu drehen, wie die funktioniert. Ich finde die nach wie vor sehr, sehr gut, sehr, sehr cool. Ja, und ich finde, das ist ein schöner Fortschritt. Bin jetzt auch hier über der Ferse und mit der anderen Socke bin ich genauso weit. Die sind nicht gleich. Ich fand das jetzt für die Wolle nicht wichtig, dass die gleich sind. Wenn das jetzt eine sehr bunte Wolle ist, dann schaue ich normalerweise, dass ich das hinbekomme, dass ich gleich stricke. Aber hier hatte ich das Bedürfnis jetzt ganz und gar nicht. Ich finde, man sieht sehr, sehr gut, dass die zusammengehören. Und ja, die sind unterschiedlich. Aber so ist es halt. Ich finde es nicht tragisch. Das ist okay. Ja, also da kann man manchmal vielleicht auch den Perfektionisten so ein bisschen zu Hause lassen und das versuchen auszuhalten. Schadet auch nichts. Das Sockengerippe ist von der gleichen Designerin wie die Gundel, nämlich Sprotten Paula. Es ist auf Deutsch, es ist kostenlos und man kann es einfach von ihrem Blog runterladen. Super Sache. Ist auch auf Ravelry verlinkt. Und total einfach. Also es sind nur rechte und linke Maschen. Sie sagt, es geht nur mit einer Maschenanzahl, die bei der eine einzelne Nadel durch vier, glaube ich, teilbar ist. Ich habe das jetzt tatsächlich mit. Wie viele Maschen habe ich? 68, 72? Ich glaube, ich habe 68 Maschen. Und geht trotzdem. Natürlich hat man da nicht eins links, zwei rechts, zwei links, zwei rechts und dann am Schluss eins links, sondern man hat dann halt am Schluss zwei links. Ja, und stört das jemanden? Also mich nicht. Dem Empfänger wird es auch egal sein, der weiß ohnehin nicht, wie das Muster gedacht ist. Ich finde nicht, dass das irgendwie auffällt, außer vielleicht so ein bisschen hier oben am Bündchen, weil der eine Abstand ein bisschen größer ist als die anderen. Aber sei es drum. Ja, also ein Sockengerippe. Ich finde eine sehr schöne, sehr schlichte Anleitung. Hervorragend geeignet auch für Menschen, die es nicht so mit Mustersocken haben. Also zum einen nicht zum Stricken, weil sie sagen, nur auch diese Muster und so. Das ist kompliziert und knifflig. Und darauf habe ich eigentlich keine Lust. So ein bisschen Muster ist aber doch schön. Und zum anderen natürlich für Menschen, die jetzt nicht unbedingt beperlte, belaste, verzopfte Socken tragen möchten, sondern eher was Schlichtes hätten. Ja, von dem her, meine Wahl jetzt für diese großen Socken, die natürlich an einen Mann gehen, relativ, naja, wie soll man sagen, es ist Opalwolle, aus dem letzten Opal-Abo.
Damit mache ich mit bei Monikas Opal Abo Challenge dieses Jahr. Das heißt, dass ich sämtliche Apoknäuel verstricken möchte. Dazu gehört im Übrigen auch, habe ich vergessen zu erwähnen, das hier, das war nämlich das Geschenkknäuel aus dem Dezember-Abo. So. Und wenn ich die zwei Socken habe, dann habe ich immerhin schon mal 3 von 7 aus dem letzten Abo verstrickt. Das wäre auch gut. Ich habe unglaublich viele Socken, die ich gerade gern anstricken möchte. Ich muss mich echt zurückhalten und sagen, hey, mach mal langsam, strick erst mal die fertig, die du auf der Nadel hast und schlag dann an. Luxusproblem. So, ein letztes Projekt auf der Nadel und dann bin ich auch schon durch. Und das ist der Rain or Shine Sweater von Steven West. Das ist ein Karl von Monika und mir. Monika gehört eher zu denen, die schon weiter sind. Ich gehöre zu den Karlschnecken. Ich finde das nicht tragisch. Es gibt immer in jedem Karl welche, die. Es gibt oft in Karls Leuten, die total vorausbrechen. Und das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Ich weiß, ich habe das durchaus auch schon gemacht, lag dann aber daran, dass ich auf Geschäftsreise war. Normalerweise mache ich das nicht. So. Und dieses Mal mache ich es schon gar nicht. Letztes Mal habe ich euch nur den Anschlags-I-Cord gezeigt. Und ich habe die verkürzten Reihen. Und ich habe die ersten 1, 2, 3, 4 Mustersätze. So, und man sieht schon an den Farben, es wird gefadet und zwar ordentlich von Gelb nach Grün, was jetzt dann weitergeht von Grün nach Türkis und dann wieder zurück. Wolle habe ich selber gefärbt, ist auf der Basis von Seehafer Turin. Das ist eine Wolle mit natürlich Wollanteil, da ist ein bisschen Seide drin und ein bisschen Ramie. Und man sieht schön, dass die Fäden, die hier runtergespannt sind, die sind im Prinzip immer noch von der ersten Farbe. Und da gibt es so ein kleines bisschen Kontrast. Nicht so furchtbar viel, weil mein Fade relativ sanft ist. Ja, jetzt werden langsam die Reihenlänge. Und es wird schwieriger, die Maschen hier auf der Nadel zu behalten. Ich bin mal gespannt, wie das dauerhaft funktioniert, weil es sehr, sehr flutschig. Durch Seiden- und Ramier-Anteil klar, total glatt, sehr angenehm. Ich mag die gern. Ich habe die auch schon als Sockenwolle verstrickt in dem im Bereich plastikfreie Sockenwolle. Die hält sich echt gut. Mein Freund, die trägt die ständig quasi. Und die Wolle ist ein absoluter Hit, was plastikfreie Socken angeht. Die ist so strapazierfähig, man glaubt es gar nicht. Ja. Und hat dann eben diesen tollen Glanz. Gucken, ob wir das nochmal hinkriegen. Seht ihr den? Ja, also das ist das. Aktuell hängt der hier dran. Wie gesagt, selber gefärbt. Macht Spaß. Aber ist gerade nicht Prio-Projekt. Prio-Projekt sind momentan die Baby-Decken. So. Was gibt es noch zu erwähnen? Also, falls da noch jemand sagt, hey, ich mag mitmachen und dich hole ich sowieso bald ein, dazu gibt es eine WhatsApp-Gruppe, meldet euch. Ich habe meine Statistik weitergeführt für Wolle und diese Woche sind ja 400 Gramm dazugekommen für die Decke und es ist noch ein Strang Sockenwolle eingezogen als Geschenk für mich. Dementsprechend muss ich 500 Gramm als kommt rein verbuchen und das bedeutet, dass ich aktuell für den Januar bis heute 68 Gramm mehr verstrickt habe, als ich Wolle zugeschickt bekommen habe. Also ein leichtes Minus. Es ist jetzt nicht unbedingt so, als müsste ich meinen Stash reduzieren oder als hätte ich mir das jetzt ernsthaft vorgenommen, aber ich möchte gucken, dass der nicht unbedingt ausufert. Das wäre gut. Also habe ich, also gerade bei Sockenwolle, eigentlich schon einen recht großen Stash, zugegebenermaßen. So, was ist noch reingekommen? Auch das hätte ich nicht unbedingt kaufen müssen, aber wie das manchmal so ist, man möchte es dann halt vielleicht. Kennt ihr das? Ja. Die Sock Madness steht vor der Tür. Und es gibt auch, wie fast jedes Jahr, Socken, die eine Perle, die Perlen,
als in der Materialliste haben. Die Materialliste kam Anfang Januar raus. Da kann man dann sehen, Socken A bis S geht es, glaube ich, mit der Ausnahme, dass J oder I fehlt wie jedes Jahr. Es sind also 18 Socken, nicht alle davon in den Runden. Es gibt ein Qualifier, es gibt insgesamt 7 Runden, der ganze Rest sind irgendwelche Bonussocken. Die zweite Bonussocke ist schon raus. Warm-up heißt die jetzt aktuell. Ja, aber in der Materialliste für die Wettkampfsocken stehen Perlen und man weiß ja nie so genau, was braucht man. Und Perlen bestellen, wenn das Muster raus ist, ist etwas kritisch, weil bis die da sind, könnte es passieren, dass man dann schon raus ist. Man muss also sich im Voraus ein bisschen überlegen, was brauche ich an Perlen. Und es gibt beim Sockenstricken üblicherweise zwei Größen, die da relevant sind. Das eine sind 6-0, das andere sind 8-0. Und die Größen heißen im Prinzip, wenn ich 8 von diesen Perlen bei 8-0 nebeneinander lege, dann komme ich auf ein Inch, also 2,54 cm, 2,5, wenn man es grob nimmt. Bei 6-0 brauche ich nur 6, die ich nebeneinander lege, und zwar so donutförmig, ne, dass man oben die Öffnung sieht, damit ich auf 2,5 komme. Das heißt, die 6-0 sind größer als 8-0. Meistens nimmt man 8-0, weil die nicht so drücken. Für manche Designs braucht man vielleicht ein bisschen größere Perlen, damit sie besser aufhören. So, jetzt weiß man natürlich noch nicht, was kommt denn da. Und von dem her ist immer so ein bisschen die Überlegung, was für Farben sollte ich vielleicht zu Hause haben, damit das gut funktioniert. Und meine Empfehlung ist immer, auf jeden Fall was Dunkles und was Helles, weil wenn ich zwei Paar Perlen brauche, dann brauche ich je nachdem einen guten Kontrast. Und was eigentlich immer schön ist, sind diese weißen mit diesem Silbereinzug. Die sieht man nämlich dann trotzdem gut, aber sie sind sehr dezent. Sie sind relativ matt, gefällt mir. Ja, die mag ich sehr, sehr gerne. Das sind jetzt in diesem Fall Perlen von Toho. Das ist eine japanische Perlenmarke. Es gibt auch Miyuki. Und die haben den Vorteil, dass die Perlenöffnung im Vergleich zur Perlengröße relativ groß ist, relativ konstant ist. Natürlich gibt es da auch immer die ein oder andere Perle, die man nicht verwenden kann, aber im Vergleich jetzt zu diesen Billigperlen, die sind immer noch nicht sehr teuer. Also das muss man mal fairerweise sagen. Also was Helles und dann was Dunkles, und bei Dunkel habe ich zum Beispiel die hier. Das ist so ein dunkles Blau, schimmert wie die. Also glitzerig, das ist auch so blau, lila, grün changieren, muss man vielleicht sagen. Als Option. Ich habe das Ganze auch in matt. Meistens mag ich matt lieber als sehr glänzend. Und ich habe. Also die Idee ist, was Helles, was Dunkles, und dann sich so ein bisschen über seine eigenen Lieblingsfarben Gedanken zu machen, und da vielleicht was zu suchen, das Ton in Ton geht, weil man es vielleicht brauchen kann, und was zu suchen, das ordentlich Kontrast hat, weil es bei manchen anderen Dingen gut ist. Und dann ist man eigentlich recht gut dabei. Also 4 Stück, hell, dunkel, was Kontrastreiches zur Lieblingsfarbe und was Ton in Ton mäßiges. Bei Ton in Ton habe ich zum einen das hier, das ist so ein, ja, so ein Zitronengelb bis grün, das ist ja irgendwas dazwischen, sieht so ein bisschen aus, als könnte das nachtleuchten, tut es aber nicht. Dann habe ich diese grün-blauen, die sehr, sehr dezent sind und mit Sicherheit gut mit grün funktionieren und mit allem anderen auch. Ich habe noch sowas Olivgrünes. Und als Kontrast habe ich, tada, Rot, weil Rot kann man immer als Kontrast nehmen. Also Rot ist eine gute Kontrastfarbe, egal ob ich danach mit Grün stricke oder mit Grau oder mit Weiß oder mit Blau. Es ist so ein Knallerot, eignet sich meistens gut als Kontrast, außer ich stricke rote Socken. Aber dann habe ich hier auch die Möglichkeit, meine gelb-grünen Perlen zu verwenden. Ja, was habe ich noch? Ein bisschen Richtung Lila gehend. Ich habe was, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Das sah auf der Webseite irgendwie cooler aus. So sieht das nach sehr braun aus und wenig spektakulär.
Bin ich nicht so begeistert von. Und noch eins, das echt braun aussieht, aber ein bisschen mehr glänzt und mir deswegen ein bisschen besser gefällt. Und dann gibt es noch ein recht hübsches Orange. Ja, also das ist meine Perlenausbeute für die Madness. Bestellt bei Beat Libitum. Und ich denke, damit komme ich gut klar. Ja, Madness steht vor der Tür. Wie gesagt, das zweite Warm-Up-Muster ist gerade rausgekommen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Will ich unbedingt anschlagen, aber anmelden kann man sich für die Madness erst im Februar. Die erste Februarhälfte, Achtung, hat sich geändert. Wer Lust hat mitzustricken, Lust hat auf ein Strickabenteuer und sich das. Selbst wenn man sagt, oh, die Zeit und ob ich das alles schaffe, was soll euch passieren? Also es kann nicht viel passieren. Das Schlimmste, was passiert ist, ihr schafft die Quali nicht. Und tatsächlich ist es so, dass man ja in der Qualifikationsrunde, das ist diese erste Runde, bei der man sich quasi als würdig erweisen muss, diese Sock Madness mitzustricken, muss man ein paar Socken in 2 Wochen stricken. Wenn man dieses Paar Socken nicht schafft, aber mindestens eine Socke, beziehungsweise 2 halbe Socken, die also jeweils über die Ferse kommt, dann ist man Cheerleader und man bekommt alle Muster der Sock Madness auch. Wenn man rausfällt später in der Runde, egal ob es die erste ist oder die vierte oder die welche auch immer, dann bekommt man die restlichen Muster auch. Das heißt, ihr habt nichts zu verlieren. Ihr habt nur was zu gewinnen. Ihr könnt jede Menge neue Techniken lernen. Ich gehe davon aus, dass es wie jedes Jahr, dass irgendwas kommt, was man sagt, boah, habe ich noch nie gestrickt. Jetzt natürlich so, dass ich schon einiges mitgestrickt habe die letzten Jahre. Das heißt, da gibt es schon einiges im Repertoire, was ich kann, aber auch da ist es so, dass immer was Neues dazu kommt. Und für diejenigen, die neu kommt, ist die Lernkurve ein bisschen steiler. Macht aber trotzdem Spaß. Ja, also meldet euch, wenn ihr mitstricken wollt. Es gibt eine Sock Madness WhatsApp-Gruppe bei mir. Und die ist aktuell ein bisschen am Aufwärmen. Und ja, ich denke, da wird es dann bald spannend. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ihr lasst bitte keine Maschen fallen. Und wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche oder die Woche drauf. Bis dann. Ciao, ciao.